Jawohl, So, jawohl. liebe Freunde, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Podcast-Time mit dem Guten an meiner Seite, Oliver Oberst von der Wing Chun Sport Association, BJJ-Enthusiast, Wing Chun-Enthusiast, Eskrimador. Es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist, Olli, und dass wir wieder Jawohl. zusammengefunden haben. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Hier im Studio mit Dom. Herzlich willkommen hier, alle Zuschauer. Dom, du natürlich auch, ne, als Selbstverteidigungsspezialist für behördliche Kräfte, für Zivilisten, auch als Eskrimador unterwegs und natürlich als Wing Chun-Enthusiast. Ja, heute haben wir ja ein richtiges heißes Thema, wo? Heute haben wir ein richtiges heißes Thema, nämlich die große Frage: Wing Chun Sekten sind viele oder haben Wing Chun Verbände sektenhafte Strukturen? Und ja, ich bin sehr erfreut oder sehr gespannt, was wir dazu rausfinden können. Jawohl, so ist es. So, wir haben das jetzt, um das für den Zuschauer mal kurz zu erklären, wir haben uns einfach die 10 Merkmale von Sekten uns aus öffentlichen Quellen runtergeladen hier, ne, so von Zeitungen, ne, von Sektenbeauftragten und so. Die sind sich ja da alle so ziemlich einig, was die Merkmale einer Sekte sind. So, und jetzt haben wir mal vor, diese Punkte einfach mal so Schritt für Schritt abzuarbeiten und mal zu gucken, ob es da Verbindungen gibt, ob es da Gleichheiten gibt, ne, zwischen dem, was die Sektenbeauftragten, zwischen dem, was die Sektenbeauftragten als Sekten identifizieren und zwischen dem, was wir über das Wing Chun wissen, so, ne? Genau, also auf das Thema sind wir natürlich nicht ganz ohne Grund gekommen, denn auch wir wurden oft angesprochen, das ist ja wie eine Sekte hier in dem jeweiligen Verband, und da macht man sich natürlich Gedanken dazu, ja, ist das denn so? Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, selbst wenn auf eure Schule dort draußen einige Punkte zutreffen sollten, heißt das nicht gleich, dass es auch komplett eure Schule sektenhafte Strukturen hat. Aber man sollte natürlich mit Vorsicht rangehen, einfach offenen Geist walten lassen und schauen, dass man nicht in die Fallen hineintappt, wenn es dann um Sekten oder sektenartige Strukturen geht. Und die wollen wir einfach mal beleuchten. Also genauso wie Olli es gesagt hat, es gibt im Internet sehr, sehr viele Präventionsverbände, die das quasi zusammengesteuert haben, um einfach auch für ja, Religionsgemeinschaften da eben den Bezug zu haben, ja, könnten hier vielleicht sektenhafte Strukturen vorliegen. Ja, und da wir das eben gehört haben, Leute, Leute, Wing Chun, Sekten, haben wir uns einfach mal mit dem Thema beschäftigt. Und wir werden das einfach mal beleuchten, völlig ohne, ja, also so wertneutral wie möglich. Und werden einfach mal schauen, dann könnt ihr euch da draußen eure Meinung bilden, ob Wing Chun sektenhafte Strukturen vorliegen oder nicht. Wir selber sind ja beide Wing Chun-Liebhaber der ersten Stunde, kann man ja sagen. Also wir sind voll dabei. Und wenn dieses Ergebnis nachher so sein sollte, ja, dann ja, ne, ist das nicht so schön fürs Wing Chun. Also hoffen wir auf ein Nein, aber das werden wir am Ende sehen. Jawohl, ganz genau. Ja, da würde ich sagen, wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Also wir haben da jetzt zwei Punkte zusammengefasst, und ja, weil durch das Gary Lahm-Video wurde ja jetzt schon ein bisschen vorgearbeitet, dass der Konfuzianismus so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass diese Unterwürfigkeit vorherrscht und ne, diese Familienhierarchie und so weiter. Ne, und wenn man das jetzt in Asien auslebt zum Beispiel, ist das völlig legitim, weil das da alle so machen, ne? So, aber wenn man das dann in die westliche Welt importiert, dann hier kleine Gruppen aufzieht und dann den Konfuzianismus benutzt, ja, die damit verbundene Hierarchie zu verkaufen und sich daran zu bereichern, das war dann der Punkt, wo wir dann gesagt haben, so Dom, jetzt müssen wir was machen, ne? So, da würde ich sagen, das sind die ersten zwei Punkte haben wir so als einen zusammengefasst wegen diesem Familienhackmeck. Ich lese jetzt einfach mal zwei Punkte vor hier, ne? Da wäre einmal der Punkt der Kontrolle, ne? Also dir wird vorgeschrieben, was du tun und lassen sollst. Deine Freundschaften werden kontrolliert und reglementiert. Die Gruppe ist deine einzige Familie, ne? Und dann jetzt damit eine Verbindung, die Abgrenzung. Du sollst bestimmte Kleidung tragen, Gewohnheiten annehmen, Rituale mitmachen. Du sollst alte Freundschaften kündigen, den Kontakt zur Familie vermeiden. Ja, das ist natürlich, es hört sich schon sehr krass an, sich selber von anderen abzugrenzen durch Kleidung, durch sein Verhalten. Die Abgrenzung erfolgt ja sogar teilweise darin, dass dir zum Beispiel verboten wird, in eine andere Schule zu gehen und sich dort zum Beispiel mal Wing Chun anzugucken. Ich bin ganz erstaunt gewesen, also auch
Selbst in meiner damaligen Schule habe ich das mitbekommen. Da wurde das quasi, da hat der Meister, Sifu oder Lehrer, wie auch immer ihn jetzt bezeichnen möchte, wirklich einen riesigen Aufriss drum gemacht, wenn einer noch woanders hingegangen ist und hat sich dort, weil er einfach Interesse daran hatte, sich noch was anderes angeschaut. Und der wurde ganz klar gesagt, nein, das ist schon fast Verrat, das darf nicht sein. Du gehörst zu uns und du musst auch dahinter stehen. Und wir grenzen uns ab von allen anderen. Alles andere ist Mist. Ja, das, ja, ich kenne da so eine Story, die ich jetzt immer so genau mit diesem Punkt verbinde, ne? Da hat Kernspecht selber drüber gesprochen. Da hat dann erzählt, dass er mit Leung Ting irgendwo spazieren gegangen ist. Und dann sind die an der Taekwondo-Schule vorbeigekommen oder sowas. So, und dann ist Kernspecht stehen geblieben und hat so an dem Schaukasten sich die Sachen da angeguckt und gelesen. Und daraufhin wäre Leung Ting schon erbost gewesen und hat dann gesagt, ja, das kannst du nicht machen und so. Damit gibst du mir als Lehrer das Gefühl, dass du mir nicht vertraust und dass du Interessen an anderen Sachen hast und nicht an meiner Kunst und sowas, ne? So, und das sind dann so Stories, die ich jetzt so vermehrt mal jetzt unterschiedliche Leute, ne? Aber das wurde dann so dargestellt, dass du dann halt deswegen nicht irgendwo anders hingehen sollst, weil das ja mangelndes Vertrauen zeigt und Respektlosigkeit dem Meister gegenüber so, was sich für mich eigentlich nur wie eine Ausrede, wie ein Vorwand anhört, damit du nicht dein Geld woanders ausgibst. Ja, also, ne, ich muss das jetzt wieder aufs Geld zurückbringen, weil das ja in westlicher Welt ist das ja kein gelebter Konfuzianismus, sondern das ist ein kommerzielles Kampfkunstsystem, was durch Konfuzianismus geregelt wird und entsprechend auf dem Markt verkauft wird. Ne? Ja, So. und auch gerechtfertigt wird. Also wir müssen uns mal ganz klar sagen, es geht eigentlich immer nur um Kohle. Und wenn ich das immer so lese, ich erinnere mich an meine Anfangszeit im Wing Chun, da musste man sich wirklich mit dem Taoismus und dem Konfuzianismus wirklich beschäftigen. Das war vorgegeben und einige mussten darüber noch einen Aufsatz schreiben, wenn sie dann erster Technikergrad werden wollten oder so. Aber genauso ist das. Die Kontrolle wird genau darüber ausgeübt. Es wird also Kontrolle ausgeübt, dass quasi deine Wing Chun-Firma, Familie diejenige ist, die dir den Rücken stärkt, zu der du gehören sollst. Und Kontrolle wird ja sogar noch, das geht ja noch weiter mit der Kontrolle. Wenn man sich mal einige Verträge durchliest, da stand zum Beispiel drin, ich habe es gelesen, du darfst deine Wing Chun-Techniken nicht an Dritte weitergeben. Sonst könnte das Ausschluss vom Training und zur Vertragskündigung führen. Die haben es natürlich ganz krude begründet. Die haben natürlich gesagt, ja, das sollst du nicht machen, weil das sind ganz schlimme Verletzungen, die du dann anderen beibringen könntest. Und das kann nur ein erfahrener, auch gut ausgebildeter Trainer. Ja, das kann man alles irgendwie begründen. Aber es ging da ganz klar um Kontrolle, damit man eben anderen Leuten nicht diesen Einblick gewährt in diese Strukturen, ins Wing Chun, von mir aus auch ins Training und irgendwas nach außen hin verraten könnte. Also da wird so ein riesen Bohai drum gemacht. Ja, richtig. So, und der Deckmantel für diese ganzen Aktivitäten ist immer dieser präsentierte Familiensystem. Gedanke, ne? Dass man sagt, ja, das Wing Chun ist ein Familiensystem und wir sind jetzt alle eine Großfamilie. Das heißt, irgendeiner fängt an, irgendwo zu trainieren und der Lehrer ist automatisch sein väterlicher Lehrmeister. Ja, also das ist ja heutzutage ganz weit weg davon, väterlicher Lehrmeister zu sein. Wir sind Trainer und bewegen ein paar Menschen ein paar Tage in der Woche, ne? Und nicht, die wohnen bei uns jahrelang und trainieren von morgens bis abends und machen Arbeiten für uns, kriegen von uns Essen, Trinken und praktisch alles, was wir brauchen zum Leben. Das ist ja nicht so, ne? Aber dennoch wird dieses Bild aufrecht gehalten, um damit auch diese Abgrenzung zu komplettieren, dass man sagt, okay, du gehörst jetzt zu unserer Familie und nicht zu irgendjemand anders. Und damit dann verbunden, wie du sagst, darf man dann natürlich auch nicht anderen gegenüber dann auch erklären, was in der eigenen Familie läuft, ne? Sodass das dann immer der Deckmantel ist der ganzen Sache so, ne? Was dann mal ganz nebenbei sagt, auch noch Vertrauen hervorruft, weil man ja in einer Familie, ne, ist ja alles so, ne? Genau, richtig. Eigentlich. Ja, du hast wunderbar jetzt schon gerade die Überleitung zu dem nächsten Punkt gebracht, nämlich Meister oder Guru oder väterlicher Lehrer, wie er denn dann heißt. Der Meister, das Medium, der Leiter, der Guru ist im Besitz der ganzen Wahrheit. Bang, das kommt uns bekannt vor, Das kommt mir oder? auch bekannt vor. Ich bin ganz entsetzt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja vorher genauso wie du auch mit dem ganzen Sektenthema natürlich beschäftigt. Ich habe mir das natürlich
ein paar Stichpunkte gemacht. Ich habe hier unten noch meinen Laptop stehen, deswegen gucke ich da ab und zu hin, falls ihr das hier nicht nur hört, sondern seht und euch wundert, warum ich ab und zu nach unten gucke. Ich habe das hier also aufgemacht auf dem Laptop und die Parallelen zwischen diesen Strukturen, Meister, Guru an der Spitze und dem, was dann oft gesagt wird, die sind schon vorhanden. Meister, Guru an der Spitze, es gibt in den Wing Chun Schulen oft jemanden an der Spitze, das sieht man oft auch schon am Namen. Zum Beispiel, ich nenne mich Wing Chun Schule Mustermann oder Wing Chun Schule Musterfrau. Ja, das heißt jetzt nicht, dass irgendeine Wing Chun Schule, die sich mit ihrem Namen betitelt, also Wing Chun Mustermann, auch gleichzeitig alle anderen Punkte einer sektenhaften Struktur aufweisen muss, aber es ist ein Punkt von dem Ganzen, die eben dazu führen zu sagen, ja, es gibt einen Meister an der Spitze in diesem System, der die ganze Wahrheit über das System kennt und nur seine Wahrheit ist die richtige Wahrheit und die von anderen eben nicht. Ja, so, und man möge staunen, was es da für Parallelen gibt zu unserem, hier, wie heißt der hier? Dumbledore hier von der EWTO hier, ne? Der Guru Meister, wo bis heute eigentlich schon nachgewiesen ist, dass von all der Propaganda ist heute gar nichts übrig geblieben. Und trotzdem meinen die Leute noch, dass der Dumbledore die ganze Wahrheit hat und der kennt das ganze System und der weiß genau, wie das läuft und so, ne? Kann es ja nicht zeigen, hat nie was gezeigt, hat nichts nachgewiesen. Aber die Leute glauben, dass er dieser Guru ist. Ne? Da gab es doch auch mal diesen lustigen Beitrag, ich weiß nicht mehr, ist schon 1000 Jahre alt, ich weiß nicht, ob es WDR war, irgendein Beitrag vom Schloss und da hat sogar die Sprecherin gesagt, genau vor diesem Hintergrund, ja, der Meister versteht es, seine Jünger irgendwie so, bla bla bla, ja, aber genauso genau, mit diesen Begriffen, die auch Sekten, ja. Also fort bei jedem auf den Plan rufen, Sekten, ne? Seine Jünger werden da quasi, ich weiß gar nicht, ob wir diesen, wo das Interview da oder dieser Beitrag damals lief, ganz interessant. Ja, der hat seinen Hubschrauber, Landeplatz und sowas. Irgendwie, ich habe das so im Kopf. Genau, ja. Ich habe den Cut öfter benutzt, ne? So, und gerade diese Darstellung von der Sprecherin, die dann gesagt hat, so, und jetzt strahlt er schon Überlegenheit auf seine Jünger aus, so ungefähr war das. Ja, ne? Richtig, so war das, genau. So, und da muss man sich ja mal überlegen. Das sind unabhängige, neutrale Leute, die dann den Fernsehbericht abgedreht haben und beim Schneiden und beim Vertonen haben die gedacht, naja, das sind Jünger so. Ne? Das fällt also denen auch. Der Eindruck. Die selber merken, ja, das hat hier irgendwie religiöse Strukturen. Der eine hebt sich mit Kleidung ab, rennt entsprechend rum. Da hängen die Bilder an der Wand von den Leuten, von den, ne, die man alle so verehrt. Ne? Oh, dann im Schloss, ne? Ja. Vielleicht haben sie noch ein paar Kerzen aufgestellt und alle machen dann da ihre, ihre Wing Chun-Form. Und zeigen da was und dann gibt er noch an, ich habe hier die Kohle, ne? Da kommen wir ja gleich noch drauf, also das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber es hat tatsächlich offensichtlich für die Journalisten genau diesen Eindruck erweckt und sie benutzen genau diesen Fachterminus Jünger. ganz genau. Das hat mich ja auch geflasht, deswegen habe ich das Ding oft benutzt. Ja, so, ich habe das am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, habe ich das immer so ein bisschen aus Piesacken. Ich wollte die Piesacken, ja, aber ich habe damals mal in einem Video gesagt, ja, naja, Sektenstruktur, vielleicht so sektenähnlich, habe ich das damals so bezeichnet, weißt du? Wo jetzt, wir beschäftigen uns ja jetzt schon mal länger hier mit dem Thema, ne? Ja, richtig. So, das sehe ich jetzt leider nicht mehr so ganz wie damals, ne? Also das ist jetzt, wo ich jetzt sage, ja, sektenähnliche Struktur. Also, ne, der Zuschauer wird das hier mitbekommen, in den sämtlichen Punkten kann man leider die Wing Chun Community wiedererkennen, ne? So, und gerade bei dieser Meistergeschichte, ne, da gab es jetzt hier diesen einen Dumbledore und alles, was von dem rausgekommen ist, ist ja nach denselben Geschäftsstrukturen gelaufen. Da hat sich dann einer zum Guru gemacht, ne, und hat dann auch dieselbe Abgrenzung und Kontrolle, ne, Klamotten. Das wurde dann natürlich abgeändert, ne, und dann, damit er dann auch als Meisterguru die einzige Wahrheit besitzt, so hat er sich dann auch seinen eigenen Kram ausgedacht, ne, den er dann den Jüngern erzählt, so, ne, und ja, das sind leider die Punkte, die da ja schon mal zutreffen, so, ne, die dann auch leider von vielen Abtrünnigen genauso kopiert worden sind. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also viele haben es dann quasi genau so fortgesetzt, haben sich dann selbst an die Spitze gesetzt und haben dann quasi daraus ja einen Ableger gebildet, der genauso oder ähnlich strukturiert war. Ne? Ja, ganz genau. So, jetzt sind wir beim Meister Guru, das ist klar,
Ganze Wahrheit. So, dann wäre der nächste Punkt. Alles ist super. Ne? Das Weltbild ist verblüffend einfach. Für jedes Alles Problem, ist super. ja, genau, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Du brauchst nicht nachzudenken oder gar zu prüfen. Genau, dir wird Was, was? quasi das Buffet schon angerichtet und das, was dir Ja. gezeigt wird, ist das, was immer funktioniert, egal ob im Wettkampfsport oder in der Selbstverteidigung. Ja, Ja, was soll man ja. dazu sagen? Ich glaube, das ist mit ein Grund, warum Wing Chun bei anderen Sportarten vielleicht auch so einen schlechten Ruf hat. Denn es wurde immer gesagt, das ist die einzige Wahrheit, alles ist super, unser Shit funktioniert. Hier, geh nicht zum Taekwondo, geh nicht zum BJJ, alles Ja. Blödsinn, alle Kampfsportarten, alles Schrott, kommt zu uns, Ja. wir machen das, ne? Also das ist schon. Das Nonplusultra der schusswaffenlosen Selbstverteidigung. So, und für alle die, die das vergessen haben oder einfach neu sind in der Wing Chun-Welt, so, die gesagt haben, ja, der Kernspecht redet aber nicht so respektlos wie du oder wie ihr. Doch, der hat ein ganzes Buch geschrieben voller Respektlosigkeiten. So, ne? So, also der hat seinen Marktplatz sich genau durch diesen Exklusivitätsanspruch, so, ja, hat er sich gesichert. So, ne? Also, das muss man da auch ganz klar sagen. Ne? Ja, und Leute, ne, ihr versteht das nicht miss. Es geht auch gar nicht darum, respektlos zu sein. Ihr selber sollt euch ja eine eigene Meinung bilden. Wir nehmen jetzt hier die Punkte alle auf und beleuchten die einfach mal. Und ihr selber könnt ja, ihr müsst ja nicht mit uns einer Meinung sein, ihr selber könnt euch ja eine Meinung bilden und dann zum Schluss entscheiden, das ist alles Quatsch, was die beiden da erzählen. Oder eben sagen, oh, da könnte was Wahres dran sein. Olli hat es ja gerade schon erwähnt, man kann diese Punkte frei im Internet sich anschauen und dann einfach mal über die klassischen Wing Chun-Schuhe legen. Wir haben euch eine Serviceleistung erbracht, wir haben das jetzt für euch gemacht und ihr selber müsst ja jetzt mal schauen, was dabei rumkommt. Also alles ist super. Ja, der Exklusivanspruch, den habe ich hier als nächstes auf der Seite stehen. Exklusivanspruch, die Lehre der Gruppe gilt als einziges, echtes, wahres Wissen. Wissenschaft, rationales Denken und Verstand werden als negativ oder schlecht abgelehnt. Schau mal an. So, weißt du, was das Schlimme ist? Wenn du das so vorliest, dann hört sich das für mich an, als ob du über eine Wing Chun-Schule vorliest. Gar nicht so unabhängige Punkte, die du beleuchtest, sondern das hört sich für mich an, wie als ob das jemand auf eine Wing Chun-Schule geschrieben hat. Weil gerade dieser Exklusivitätsanspruch, ne, der ist, das ist ja, die meinen wirklich, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, haben nie gekämpft, aber die wissen alles besser. So, und das. Und das aus einem und das aus dem Mund von zwei Leuten, die auch Wing Chun bei sich im Namen tragen. Ne? Also du mit deiner Wing Chun Sport Association, ich mit meinem Wing Chun Selbstverteidigung und Eingriffstechniken. Wir tragen Wing Chun im Namen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da ist ganz wichtig, dass man das jetzt mal erkennt. Ne? Also wir wissen, wovon wir sprechen, weil wir selber auch betroffen sind. Und wir versuchen da mal so ein bisschen gegenzuarbeiten, dass wir da mal irgendwie rauskommen. Manchmal ist es so ein bisschen wie der Kampf gegen die Windmühlen, ne? Aber wir geben Ja, nicht auf. ja. Letztes Mal hat mir einer geschrieben im Kommentar, du machst Wing Chun schlecht. Und da habe ich gesagt, hast du dir mal gelesen, auf welchem Kanal du dich befindest? Wir machen Wing Chun. Ich sage nur die Wahrheit und versuche sie irgendwie besser zu machen als andere. Oder, ne? Ja, das ist tatsächlich das Ding. Die Lehre der Gruppe als einzig wahres und echtes. Anderes wird abgelehnt. Ja, da hatte ich mal ein Beispiel. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, kam einer zu einer Wing Chun-Schule, ich sage jetzt den Namen nicht, und der hat schon ein paar Jahre Wing Chun gemacht, in einer anderen Schule, und der hat dann im Probetraining dann ein paar Wing Chun-Sachen abgerissen, und dann sagte der Sifu zu ihm, was hat dir denn dein Trainer alles für eine Scheiße gezeigt? Das ist alles Quatsch, das ist alles nicht richtig. Und das war einfach nur eine andere Technik und nicht die, die jetzt der Trainer da vorgesehen hat. Aber dann hat er quasi damit zurande gestellt, du hast bisher nur Schrott gelernt, wärst du mal zu uns gekommen. Also dieser Exklusivanspruch zieht sich komplett durch. Bei allen, ja, bei allen. Ne? Berühmtestes Beispiel, Emin Bostepe, wurde von der EWTO immer als der Aushängefighter, ne? Beworben und immer benutzt, um das EWTO Wing Chun zu pushen. Aber sobald es da Theater gab und Bostepe war raus, da haben sie dann gesagt, nee, der kann gar nichts, der weiß gar nichts. Ne? Der hat die ganzen Programme hat er auch alle nicht gemacht. Die hat er sich alle selber beigebracht und so. Ne? Und so setzen sie dann diesen Exklusivitätsanspruch so durch und merken vielleicht gar nicht, wie lächerlich durchschaubar das ist durch sowas. Ne? So, ich meine, ne, viele Jünger,
lassen sich durch sowas dann nicht bekehren. Ja, so, da braucht es weitaus mehr. Und selbst wenn da die Beweislage eindeutig ist, wird da immer noch gesagt, nein, ich beweise, die Beweise akzeptiere ich nicht hier. Ja, so, das ist ja so, ne? Aber so läuft das. Überall, in jedem System. Ich glaube, wenn wir jetzt so undercover das machen würden und wir würden jetzt mal so mit versteckter Kamera in so eine Schule gehen von so einem System, dann werden die uns sagen, wir sind cool und die anderen sind scheiße. Weißt du? Und wenn wir zur anderen Schule gehen, dann werden die uns genau dasselbe sagen. So, wir sind cool, die anderen sind scheiße. So, dass das schon ein Querbeet durch die Community gezogenes Verhalten ist. So, ne? Ja, also ich habe meinen Leuten immer gesagt, Leute, ihr macht hier bei mir das Training, geht bei woanders hin und guckt euch was an, guckt euch andere Wing-Chun-Schulen an, macht euch nicht dümmer, dann sieht ja, man aber so ein bisschen, ne, was da läuft, mein Gott. Ich hatte auch einen, der ist da mal, der wollte für ein Jahr pausieren, ist rausgegangen, kam nach 4 Monaten wieder, Gründe lassen wir jetzt mal dahingestellt sein, aber er ist wiedergekommen. Also wenn man einfach mal den Blick über den Tellerrand hinaus gewagt hat, dann kann man sich auch eine Meinung bilden und dann kann man auch sagen, ja, das ist falsch, was Dom und Olli da reden oder eben richtig. Genauso ist das. Also, naja, das ist richtig. Ja, weißt du, ich sehe das jetzt mal so. Mein kleiner Sohn, wenn der jetzt in der Schule Mathe lernen würde und die Lehrer würden ihm sagen, du darfst aber mit keinem anderen darüber sprechen und so, ja, dann wirkt das eher für mich, als ob mein Sohn nicht rauskriegen soll, dass er Bullshit lernt da, weißt du? Weißt du, so, das ist ja irgendwo so, ne? Exklusivitätsanspruch, darfst nirgendwo anders hingehen. Wir sind die einzig Wahren, aber du darfst nie überprüfen, ob das auch wirklich so ist, weißt du? So, also, da ist ja noch sogar schlimmer, dass wir eigentlich auf der Liste mehr Punkte haben, die dafür sprechen, dass das Wing Chun so nicht funktioniert, als Punkte dafür, dass es so funktioniert, weißt du? Ja, der Fisch, ja, also, der Fische. Naja. Ja, das ist so. Und das Schlimme ist, dieser Exklusivitätsanspruch, die wollen alle einen Exklusivitätsanspruch haben, obwohl die ihr Produkt gar nicht tauglich ist. Weißt du? So zwischen all den untauglichen Produkten streiten die sich noch, wer das authentischste, unglaubwürdige Produkt hat oder was, weißt du? Weil letztendlich sind wir ja alle Wissenschaftler, du musst die Maschine zum Laufen bringen, so, und keiner von denen bringt das zum Laufen. Also über was reden die da eigentlich? Weißt du, es ist ja nicht so, dass der Kernspecht einen in Cage gestellt hat, so auf UFC-Level, der dann Typen wegrasiert hat, so, und alle anderen Wing Chun-Schulen können das nicht, sondern das ist alles Laberababa, so, weißt du? So. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Ich meine, ich weiß es, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was heißt das Ding an Laufen bringen? Und da meinst du genau dieses, ne, einen Athleten auszubilden, der dann auch seine Leistung entsprechend bringt im Wettkampf. Ganz genau, ja, das fehlt, das fehlt. Ohne Platz für Vermutungen und für Hypothesen und sowas. Das muss eiskalt geliefert sein und an der Leistung musst du dann bemessen, so, weißt du? Und alles andere ist ja Laberei, so, weißt du? So, wo die dann sagen, ja, mach doch mal gegen den, so jetzt bei hier, ne, hier unser Spezialist hier, der hat ja gesagt hier, ja, geh mal zu dem und so. Ja, also, du kannst nicht einfach zu den Leuten hingehen. Das geht nicht. Wenn ich jetzt bei einem in der Schule wenn ich da hingehe und klingle, was glaubst du denn, wie der Sifu da reagiert, wenn ich da vor der Tür stehe? Der wird Applaus klatschen. Der wird wie bei Wilhelm Blech damals, der wird die Polizei rufen und vielleicht noch mit Pfefferspray werden sie gegen mich agieren, so, weißt du? So, also das ist ja totaler Humbug, so. Aber ich glaube, jetzt gerade schon mal auf Abwege. Nee, aber das ist ja richtig, was du sagst. Ich finde das auch sehr schade, dass man nicht in der Lage ist, dann vernünftig voneinander zu lernen und vernünftig einfach mal was mitzunehmen. Ne? Also ich meine, ich war jetzt ja auch bei dir beim Training und wir sind ja jetzt wirklich auch nicht stilverwandt, sag ich mal. Wir machen ja beide komplett unterschiedliches Ding, sag ich mal. Und trotzdem war ja ein Training auf Augenhöhe möglich und das muss ja eigentlich auch so sein. Es geht ja nicht darum, irgendwo hinzufahren und einen zu verkloppen. Ich meine, das soll es früher auch alles gegeben haben, aber das ist ja nicht unser Ziel. Unser Anspruch ist ja, wir wollen selber weiterkommen, wir wollen mit der Community interagieren, wir wollen mit den Leuten dort draußen, wir wollen ja auch Wing Chun-Schulen mit ins Boot holen und das Ganze die mitnehmen auf unsere Reise. Wir wollen, dass Interessenten Spaß haben an diesem geilen Sport, an dieser tollen Kunst von mir aus auch, jetzt völlig egal, warum man das macht. Und wir sollen ja alle mitnehmen und mitziehen und mitreißen. Sonst könnten wir ja auch die Kommentarfunktion immer ausschalten bei YouTube. Und das wollen wir ja gar nicht, sondern wir wollen ja gerade zu Diskussionen anregen, dass die Leute motiviert werden und aber auch aufgeklärt sind und nicht reinfallen auf Leute, die nur den Esel melken wollen. Ja, ganz genau.
Ganz genau. Denn die wollen So ist das. nämlich, und da ist der nächste Punkt, die Welt retten. Ja, absolut. Ne? Vermeintlich. Hat, ne, kollidiert, dann packen die ihre Skills aus und regeln das. Ja, so, aber die Leute, die das dann, diese Fähigkeiten nicht haben, die sind ja von ständiger Unsicherheit begleitet. Ne? Also egal, wie das jetzt die Sektenführung das erklärt, das nimmt ja den Jüngern nicht diese Unsicherheit, die da rausgehen. Ja, so wie ich es jetzt auch erlebt habe, die mir sagen, Mensch, Olli, ich bin da aus dem Training gegangen und ich war immer unsicher. Ne? Wenn ich einen gesehen habe, so der ein bisschen gefährlich aussah und ich habe mir dann gedacht, so ja, was ist, wenn der mich jetzt angreift und so, da war ich immer unsicher, ob ich das überhaupt klären kann mit dem so. Ne? So und jetzt nach so 2, 3 Wochen Sportfunktion-Training, Sparring und so, ne? So, da hat er mir gesagt, Mensch, ich fühle mich jetzt schon viel sicherer, weil er jetzt in den 2, 3 Wochen einfach Grenzbereiche kennengelernt hat. Ne? Seine eigene Wirkungsweise, ne? Seiner Waffe, der weiß ganz genau jetzt, wie viel knallt die, wie viel fehlt da noch und so, weißt du, so Ja, und das ist halt, das vor allem in einem sicheren Raum, in einer sicheren Umgebung, diese Grenzerfahrung zu testen und zu erfahren. Das ist auch ganz wichtig, ne? Nicht irgendwie draußen auf der Straße, wo die Knochen brechen, sondern vernünftig, wo man jederzeit sagen kann, reicht mir bis hierhin. Das ist doch auch das, was sinnvoll ist. ja, ganz genau, ganz genau. Also das ist. Es ist ja alles eine körperliche Sache, eine körperliche Erfahrung. Wenn man das Kämpfen macht und nicht darüber redet oder das erklärt, sondern wenn man das macht, gibt es ja auch eine biologische Reaktion vom Körper, weißt du? Also einmal, ne, die Kondition, deine Leistungsfähigkeit und natürlich auch, wenn die Luft weggeht, Sauerstoff wird weniger und so, kriegst weniger Luft, dein Kopf kann nicht mehr und wenn du ein Ding kriegst, dann wackelt auch alles und diese biologischen Prozesse werden ja bei den ganzen Leuten einfach nicht berücksichtigt so. Die sagen, nein, das, ne, wo jeder, der Sparring gemacht hat, der weiß, dass dieser biologischer Effekt, dass der da ist. Und jeder, der keinen Sparring gemacht hat, der weiß das halt eben nicht und bildet sich aber ein, dass er mit seinen Erklärungsmoves die Situation unter Kontrolle kriegt, ohne überhaupt zu wissen, wo seine Leistungsgrenze ist und wie sich sein eigener Körper mit Druck so, wie der damit umgeht, wie das ist, wenn der Kopf mal ein bisschen schüttelt, wenn ein Ding kassiert hast. Schon mal K.O. gegangen, so weißt, das muss man ja mal alles erlebt haben, sage ich jetzt mal, ja. So, das war jetzt nicht so klack, bumm, Kiefer gebrochen. So, aber das klingelt im Training, beim Sparring klingelt das ein bisschen an. Und da kann man im Sparring zum Glück noch sagen, okay, Moment, Timeout, warte, warte, Und wenn du dann wieder klarkommst, kannst du weitermachen, ne? Oder hast einen Lebertreffer gekriegt, warte, warte, warte. So, aber du kannst halt auf der Straße nicht diese Erfahrung machen. Das sollte man halt schon vorher machen, damit du nicht auf der Straße das böse Erwachen hast. So, ne? Wenn du dann mehr auf einmal einen Plan hast, so kriegst ein Ding, körperliche Reaktion, ganz Plan im Arsch. Weißt du? So, ja. Ja, es gibt die Mehrheit der Leute scheint offensichtlich zu denken, man kann Selbstverteidigung lernen und das funktioniert so wie Breitensport ganz locker so nebenbei und jojo. Wie Schachspielen. Die Wie, denken das wie genau, Schachspielen. ja genau. Du kannst so, du musst wissen, wie die Figuren bewegt werden kann und dann kommt's klar, kannst kämpfen so, ne? So sehen die das. Das reicht, um die Welt zu retten, weißt du? So, ne? Und dann sagen die aber auch noch, sie sind die Einzigen, die die Welt retten können, Exklusivitätsanspruch. Und alle anderen Kampfsportler, die tagtäglich Sparring machen, schon seit 1000 Jahren im Wettkampfgeschäft unterwegs sind, die alles kennen. Jede Verletzung, jede Prävention, alles durchgemachte Erfahrung, die haben alle keine Ahnung, sagt dann so ein Guru und so ein Meister, der selber nie was gezeigt hat und der auch keine Leute hochgezogen hat, die auch nie was gerissen und gezeigt haben. So. Das ist traurig, aber das ist ja am Ende nun mal das, wo mir wird ja jetzt ganz explizit Verleumdung vorgeworfen, wo ich sage, ey, ich bringe Videobeweise. So und die Gegenargumentation ist dann, dass die Leute sagen, nee, das stimmt nicht, das ist gelogen. Ja, aber wie? Du kannst doch Beweise nicht entkräftigen durch Worte. Das geht doch gar nicht. Aber die probieren das, Ja, weil die wie immer ein noch in Rechts, diesem wie ein Film Rechtsanwalt, nur nicht ja, juristisch so, so firm, ne? Einfach mal sagen, nö, mein Mandant hat das aber nicht gemacht. So ist das nicht. Das ist der hat richtig. Ja, das aber nicht ich habe doch gemacht. hier objektive Beweise. Wir haben hier Videomaterial. Trotzdem sagt der Rechtsanwalt, nö, das war so nicht. Mein Nee. Mandant, das ist nicht mein Mandant auf dem Video. Der sieht nur so aus wie der. Das Video ist gefaked, ne? Das ist Ja, gelogen alles. Das ist Deepfake. manipuliert. Gibt Ja, ganz Deepfake, genau. gibt's doch jetzt hier. Ja. Und das, diese große Mission, die Welt zu retten, ja, so, das ist das, worum
womit die ihre Kohle verdienen und verkaufen, die Welt zu retten, ohne dass sie das überhaupt können, ne? Das Ja, muss man ja so sehen. das ist traurig, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. So, da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Der ist der wichtigste für diese ganzen Wing Chun-Leute, ne? Die Mitgliedschaft, ne? Also du sollst sofort Mitglied werden. Langfristig sollst du dein Geld und deine Ersparnisse für die Gruppe ausgeben. So, und da. Wer macht denn sowas? Wer zahlt denn 8.000 Euro für eine Holzpuppenform? Wo gibt's denn das? Gibt's doch gar nicht. Die sind doch alles nur Nein. Märchen. Nein, ne, also ich meine, einige Leute sagen zu mir, nein, du bezahlst da einfach Beitrag und dann ist das okay. Weißt du, das sind dann die Gegenaussagen, ne? Wo ich dann sage, so, ich kenne aber Leute, die wollten zum Beispiel nicht dieses Programm mitmachen, um Lehrer zu werden. Diese Lehrergrade und so. Das wollten die gar nicht. Die haben dann gesagt, ja, aber ich will doch einfach nur Wing Chun lernen. Und dann haben die gesagt, ja, du musst aber die Prüfung machen. Und der hat gesagt, ey, die Prüfung ist mir egal. Dann haben die aber gesagt, dann kannst du aber nicht weiterlernen. So, und somit wirst du ja zu deinem Glück gezwungen. So, und das kennen wir auch. Ich kenne es vom damaligen Objektschutz hier, Bundesgrenzschutz, ne? Da haben wir dann auf USBV untersucht, ne? Und das war auch freiwillig, ne? So, aber wenn der Autofahrer gesagt hat, nee, ich will nicht, haben wir gesagt, kein Problem, du musst nicht, aber dann kommst du nicht aufs Gelände. Weißt du? Das ist ja auch dann, du musst lachen, ne? Ja, aber das ist genau dieselbe Nummer hier. Das ist genau dieselbe Nummer, so. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, so. Ne, und diese Mitgliedschaften, darum geht es im Endeffekt und das geht ganz rasant, schnell. Ja, also ich habe Erfahrung gemacht, nach dem ersten Training standen die schon da mit den Papieren und wollten, dass ich da Verträge ausfülle und sowas. Und ne, so habe ich mich nicht drauf eingelassen und so, ne? Und in der Regel waren das immer so ein, zwei Trainingseinheiten, bis die Leute dann was gesagt haben. Im Extremfall war es direkt am ersten Training. Das war aber auch, das ist eine Sekte, also durch und durch. Die haben das nochmal auf die Spitze getrieben, über was wir alles hier reden. Ja, also nochmal krasser alles gemacht. Ne? Bei einigen ist es ja sogar so, dass du fürs Probetraining schon Geld bezahlen musst, direkt. Ja. Also, ne, dass du gar kein Probetraining bekommst, sondern du musst schon eine Aufwandsentschädigung leisten beim ersten Mal, ohne dass du den Vertrag unterschrieben hast. Und dann wird das zwar irgendwie verrechnet oder sowas mit den ja, ersten Buchungen, Mit dem ich weiß, ersten Beitrag und so, ja. genau, mit der ersten Beitragszahlung und was Ja. da noch alles so oder. Ne, oder hier gibt es ja noch da zusätzliche Jahresbeiträge. Und es bleibt ja nicht bei den Mitgliedsbeiträgen, die ja auch in Ordnung sind, wenn eine Wing Chun Schule, also jetzt einer davon leben muss oder so. Da wollen wir jetzt ja gar nicht drauf rumhacken oder drum reiten, wenn man sagt, Nein, okay, gar nicht, ne? absolut nicht. Aber die Art und Ja. Weise ist zum Teil extrem überzogen und wo dann überall diese versteckten Kosten lauern, die man so überhaupt nicht überblicken kann oder die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Wie zum Beispiel Prüfungslehrgänge. Du kannst nur eine Prüfung machen, wenn du auch gleichzeitig diesen Lehrgang hast, der dann eine entsprechende Summe kostet. Weit über 100 Euro, so habe ich schon Zahlen gehört. Sogar für die ersten Schüler gerade. Dann, du kommst irgendwann nur noch weiter. Also es ist immer von Schule zu Schule abhängig, aber auch bei der, wo ich war, war das zum Beispiel so, da hieß es dann, ab dem siebten Schülergrad kommst du, ab dem siebten Schülergrad kommst du nur noch mit Privattraining weiter. Das war so ein Ding, ne, wo Ja, du echt ja. merktest, die haben 12 Schülergrade, warum komme ich ab dem Grüngurt nur noch mit Privattraining weiter? Also das ist schon sehr Ja. verrückt. Versteckte Kosten Ja. lauern also überall. Der Aufnäher, dieser berühmte, den man sich irgendwo dran nähen musste, wenn man das gemacht hat, der war dann auch völlig überzogen, teuer. Überall lauern genau diese Dinge und das ganze Konstrukt hat zumindest auf mich so diesen Eindruck, hier wird wirklich auf Gewinnmaximierung hingearbeitet. Das Ja. Schlimme ist, wenn es dann so wie so ein Schneeballsystem wirkt. Ja, ganz genau. Ne? Die Menschen werden da reingeholt und die Mitglieder werden, die werden ausgemolken. Die werden ausgemolken. Die Leute sind es ja auch gewohnt, am Wochenende 2, 3 Stunden irgendwo hinzufahren, Lehrgang zu machen und dann Wochenende, 2 Wochenenden später wieder woanders hin. Und das ist dann auch mit Hotelkosten verbunden, mit Fahrkosten und dann noch den horrenden Kosten für diesen Wochenendlehrgang plus Prüfungsgebühr plus noch Abzeichenkosten und so. Da bist du ja alleine für die Mitgliedschaft und den Prüfungsbla bist du deine 150, 200 Euro los plus noch deine Unterkunft, deine Fahrzeit und ey, das kostet ja alles. Eine Heidenkohle so, ne? Und das ist ja dann für mich diese Verbindung zu der Aussage, wo ist es hier, ne? Langfristig sollst du dein Geld und deine Ersparnisse für die Gruppe ausgeben. Das sagt da so keiner, aber darauf läuft es hinaus.
Ich meine, wie viel Geld hat man denn, weißt du, dass du im Monat 200, 300 für dieses Hobby rausblasen kannst? Ich weiß nicht. Vor Also allem, ich habe nicht so viel. du musst ja dann auch sehen, was zum Schluss unterm Strich dabei rumkommt, wenn an einem Lehrgang dann da, keine Ahnung, Summe X Personen, aber definitiv mehr als 10, denke ich mal, zusammenkommt und jeder zahlt zum einen das. Welchen Nutzen habe ich jetzt als Teilnehmer faktisch davon? Also habe ich davon einen Mehrwert? Bringt mir das? Also immer Kosten-Nutzen-Relation. Hat das einen Sinn und Verstand? Kriege ich dafür mehr raus, als ich jetzt investieren musste? Das ist ja das Ziel. Wenn die Antwort Nein lautet, muss ich mich natürlich hinterfragen und sagen, war es das jetzt wert? Ja, also die meisten Ehemaligen sagen nein. Weißt du, das ist ja das auch, wo dann hier diese Sektenanwälte sich aufregen und sagen, ja, die Leute schreiben dann immer drunter, ja, ihr habt recht und endlich sagt mal einer das. Ja, aber ist das nicht ein Tarn, die genau das alles unterstreichen, was wir hier machen? Das sind ja ganz viele Ehemalige, die drunter schreiben. Ja, genau so war das und das habe ich erlebt und das. Ich meine, da müssen sich die Leute nochmal die Kommentare durchlesen. So, und dann wird einem auffallen, dass wir jetzt mittlerweile schon ein Sammelbecken geworden sind für Leute, die schlechte Erfahrungen haben und endlich mal Leute gefunden haben, mit denen sie auch darüber offen quatschen können. So. Weil Genau. das können die ja nicht mit den anderen, vielleicht noch aktiven Jüngern, weil da wird ja dann auch mit Sicherheit vom Verband irgendwie Druck gemacht, dass, weißt du, wenn wir beide jetzt bei dem Verband sind, und ich mache Faxen und die schmeißen mich raus, dann wette ich mit dir um alles, was du willst, dass sie keinen Bock drauf haben, dass du dann was mit mir zu tun hast doch. Weißt du, Genau. was ich meine? Ja, Da richtig, natürlich. haben die keinen Bock. Und schon gar Genau. nicht, wenn ich dann sage, ich gehe woanders hin und mache mein eigenes Training. Dann noch viel weniger so. Genau, das Weißt du? stimmt. Ja, das stimmt. So, und das, ja, ist das nicht Sekte? Ist das nicht Sekte? Ich meine, viele Leute sagen, nein, ich habe nie Probleme gehabt. Ja? Oder die sagen, ich habe nie, ne, körperliche Repressalien erfahren, weil ich da weggegangen bin oder sowas. Ne? So, das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. So teuer ist das doch Ja? gar nicht. So teuer ist das doch gar nicht, ist doch gar kein Problem. Da hat einer auch geschrieben, in einem MMA-Gym ist es doch genauso teuer. Ne? Vielleicht noch teurer, wie mit 80 € Beitrag im Monat. Ja, aber du bezahlst deine 80 € und gehst da 5 Jahre lang trainieren und bezahlst sonst nichts. Außer vielleicht Equipment, was du dir auch noch woanders kaufen kannst und so. Aber du bezahlst nur deinen Beitrag, gehst hin. Und da müssen wir ehrlich sein: MMA-Gym, gehst du da hin, 3 Jahre, bist du Maschine so. Das ist einfach so. Im Ja. Striking, mit dem Grappling, bist du Maschine so. Ne? So, und hier, wo bist du denn im Wing Chun nach 3 Jahren? Nach 3 Jahren Bist du bezahlt. gar Wo bist du nichts? denn da? Bist du gar Da nichts? Es bist gibt du Leute, die machen nichts. 20 Jahre Wing Chun und können nichts. Also die gibt's So auch. ist Es das. gibt natürlich auch die So anderen, ist das. aber Ja. es gibt nun mal die Ja. Fälle, die machen jahrzehntelang Wing Chun und können nichts. Also ich bringe ja dann immer dieses Beispiel, auch schon im anderen Podcast habe ich erwähnt, da war ich jemand 10. Schülergrad bei einem Verband mit 4 Buchstaben, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte. Und wir waren alle hocherfreut, endlich kommt mal einer mit Erfahrung, mit Wissen, 10. Schülergrad, geil. Und der hat dann auch gesagt, ja, ich habe auch selber schon trainiert und gebe hier die Kurse für die Jugendlichen und für die Kinder. Gesagt, ey, super, auch noch Trainingserfahrung. Der war zweimal bei uns beim Training. Und ich muss dazu sagen, mein damaliger Sifu, der war Wing Chun, wirklich sehr Wing Chun Enthusiast, war aber bei keinem Riesenverband oder so, aber der hat wirklich sehr offensiv trainiert, hat das auch manchmal die Leute spüren lassen. Und der war dann da, der 10. Schülergrad, schon was älter. Und der ist dann davon Glauben abgefallen, hat gesagt, Alter, das habe ich ja noch nie erlebt. So ein Wing Chun, so offensiv, so wie das betrieben wird. Ich glaube, der kam nach dem dritten Mal nicht wieder und hat sofort beim Verband gekündigt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das Ding ist, die Verbände, das ist ja genau die Zielgruppe. Die wollen ja gar nicht wirklich diese Leute haben, die kampfstark werden wollen und die dann auch, weiß nicht, im Wettkampf irgendwie präsent sein wollen und so. Die wollen die Leute, die einfach nur das Gefühl haben wollen, dass sie kämpfen können, ohne jemals rauszufinden, dass sie nicht kämpfen können. So eine Weißt du, so die haben Wohlfühl-Atmosphäre. Och, ich bin gut, Wohlfühl, ich bin voll der ja. geile Typ. Ich nehm's mit jedem Jawohl, auf ich, und sofort dicke Lippe dick. ja. Ja, Und wenn du ein und friedlicher Typ bist und hast 20 Jahre keinen Ärger, dann wirst du auch nie rausfinden, dass du da nein, Bullshit gelernt hast. nein, Ne? du nimmst deinen Glauben mit ins Grab. Wie bei einer Sekte. Genau so ist es. Wie bei der Sekte. Also jetzt haben wir den nächsten Punkt hier. Die Arbeit, die gesamte Arbeit ist für die Gruppe. Du sollst etwas verkaufen, Kurse besuchen, etwas organisieren. Du hast keine Zeit mehr
oder ein Mitglied der Gruppe. Ja, Ja. also ne, das haben wir tatsächlich ja auch schon oft erlebt, ne, dass du jetzt quasi so schnell wie möglich Ausbilder werden sollst hier. Ne, an so einem Wochenendlehrgang kriegst du dann ein Ausbilderzertifikat, das für deine Wing Chun-Schule dann ne, der Beleg ist oder die Legitimation, dass du jetzt auch als Ausbilder endlich tätig sein darfst. Da kriegst du irgendwelche grauen Streifen an deine schwarze Hose oder sowas. Und dann bist du jetzt quasi Ausbilder. Du kannst den Leuten dann dein Equipment verkaufen. Neue Verträge darfst du dann ja den Leuten unterjubeln. Wie gesagt, ich will das alles gar nicht schlecht reden. Das ist ja auch in Teilbereichen legitim. Nur die Art und Weise, wie das zum Teil ausgeufert wird und eben die Parallelen zu diesem Beispiel sektenhafte Strukturen. Ja, also ich kenne auch das Thema sehr gut, dass auch hier Jungs, die jetzt in der WSA aktiv sind, so die waren zahlende Mitglieder und als sie dann ein bisschen fortgeschritten waren, haben die das Gruppentraining geleitet. Und der Sifu-Typ ist gar nicht mehr gekommen, sodass diese Jungs die Schule geleitet haben, wenn der nicht da war. Und die haben kein Geld bekommen dafür. Die haben bezahlt dafür, die haben Mitglied bezahlt, Mitgliedschaft und haben dann aber auch gearbeitet. So, und das ist keine Seltenheit so, ne? Das habe ich nicht nur aus einer Quelle, das habe ich jetzt aus einer sehr engen Quelle, die mir sehr nahe steht. Das habe ich aber auch von ganz vielen Seiten so gehört. Das hat auch der Mentalist mal beleuchtet, ne? Dass das also wirklich auch genau der Plan ist, ne? Dass du dann, um den Gewinn zu maximieren, dass du dann schnell zwei, drei Ausbilder hochziehst und sobald die ein bisschen laufen können, lässt du die dann woanders auch schon Gruppen hochziehen und ne, damit sich dieser Schneeballberg, dass der sich vergrößert und dass die Kohle in die Tasche des Sifus halt immer mehr wird und natürlich dadurch auch die Kohle des Verbandsgurus auch immer mehr wird, ne, weil der normale Meister muss ja dann auch nach oben abdrücken, so, ne? Ja, Und das ist keine Seltenheit. da kann ich dich jetzt, kannst du jetzt eine weitere Quelle hinzufügen, nämlich mich. Ich habe nämlich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Unser damaliger Trainer, also nicht der Verband mit vier Buchstaben, aber ein Spross davon, also mit sehr ähnlichen Strukturen und auch einem Guru an der Spitze. Und ich habe halt im Gruppentraining teilgenommen und mein Trainer dort, der hat quasi das Gruppentraining geleitet. Ne, hat das Training zweimal die Woche gemacht. Manchmal noch Kindertraining und war dann auch bei den Lehrgängen. Und also mein damaliger Trainer hat sich dann mit dem Sifu überworfen, da mein Trainer, du wirst es nicht glauben, aber der hatte die Frechheit, seinem Sifu zu fragen, ob er denn nicht an den Lehrgängen mal kostenlos teilnehmen dürfte. So, und jetzt musst du dir aber noch Folgendes vorstellen: Der hat nicht auf den Lehrgängen das Training geleitet. Nein, der hat vorne an der Kasse gesessen und hat, wenn die Leute zum Na. Lehrgang kamen, die Kohle eingesammelt und wenn Leute Prüfung gemacht haben, die Sticker verteilt. Und die arme Wurst hat für diese Tätigkeit, also eigentlich ist es ja ein Job, für den Job, trotzdem die Lehrgangsgebühren für den Sifu bezahlen müssen. Dafür, dass er da sitzt, kein Scheiß, ist wirklich passiert. Dafür, dass er da sitzt Ja, und krass. die Kohle einsammelt von den Leuten, die zum Lehrgang gehen. Und da gab es ein riesen Zerwürfnis, denn der Sifu hat natürlich gesagt: Nein, du musst auch weiterhin dafür bezahlen, dass du hier sitzt und für mich die Sticker abreißt. Alter, ja, das war Ja, das. natürlich eine sehr, sehr traurige Geschichte, weil das war nämlich genau, das passt ja genau das, was du gerade am Anfang gesagt hast, familiäre Strukturen wären vorgegaukelt. Du glaubst, das ist ja auch mein väterlicher Lehrer, das ist doch mein Sifu. Und Ich jetzt, muss denen helfen. Ich ich muss muss dem, meine Familie helfen. ja, ich muss dem Ja. helfen. Und dann sagt er zu dir, wenn du einmal eine Frage hast, ne, kann ich nicht mal, ich mache doch nur das da, meine Tätigkeit, muss ich denn dafür wirklich bezahlen? Und sagt er auch noch, ja. Ganz ehrlich, und der hatte wirklich viele, viele Schüler und hat das wirklich auch noch, muss dazu sagen, der Trainer, der war auch Beamter, der hat da gar kein Geld für bekommen. Dafür, dass der dreimal die Woche da steht, der hat das aus Hobby, aus Gutgläubigkeit, aus Zugehörigkeit gemacht und wurde ganz schön, ja, gepimpert. Ja, so ist das. Ja, das liebe Geld. Guck mal, weißt du, also damit das auch mal für die Zuschauer klar ist, ich habe gar kein Problem damit, wenn Wing Chun ein bisschen mehr kostet. Weißt du? Also ehrlich, ich wäre bereit, sagen wir mal, 80, 90, 100 € Monatsbeitrag zu bezahlen, wenn das Produkt, was ich da kriege, auch top ist, wenn es hält, was
versprochen wird, weißt du, dann habe ich damit keine Probleme. Da Genau. machst du einen hohen Beitrag im Monat, sagen wir mal 100 Euro, weißt du, keine weiteren Kosten und dann ist das doch gut. Dann kannst du, weißt du, dann verarsche aber die Leute nicht so. Dann tust du sie nicht so hintergehen und flachsen und menschlich auch beleidigen mit solchen Aktionen hier, weißt du? Das ist ja beleidigend. Wie hat sich der Typ sich gefühlt, weißt du? Das muss Ja, ja, das ist ja, weil absolut. ich weißt Und du, es das, da fehlt ist man ja empört und so, ne? die Transparenz. Es fehlt die Transparenz schon in den Verträgen, dass ganz klar gesagt wird, pass auf, du zahlst deinen Monatsbeitrag, dann musst du noch so einen Jahresbeitrag bezahlen, dann kriegst du ja noch deinen Ausweis, wo immer alles eingetragen wird, dafür bezahlst du auch noch was. Aber es geht ja aus den wenigsten Verträgen. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Leute, schreibt es mal in die Kommentare rein, wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt. Mich würde es wirklich interessieren. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass da gar nicht drin steht, dass du einen Prüfungslehrgang machen musst. Es steht nicht aufgeschlüsselt. Erster Schülergrad kostet X, zweiter Y und es wird immer teurer, je weiter du kommst. Es steht nicht drin. Es steht nicht drin, dass du ab dem siebten Schülergrad nicht mehr weiterkommst, es sei denn, du nimmst Privattraining. Dass die Holzpuppenform jede Bewegung 50 Euro kosten soll. Ja, also das ist nicht aufgeschlüsselt. Also es sind Verträge da und du bist im guten Glauben, ich melde mich da an und dann läuft das. Ah, 45 Euro, kein Problem. Ja, ach so, und dann stellst du plötzlich fest, ah, ich komme nur weiter, wenn ich eine Prüfung mache. Ich muss Privattraining. Ich muss das Equipment, da stand auch nichts im Vertrag, dass ich euer Equipment tragen muss, euer T-Shirt. Ne? Das steht da nicht drin. Und das sind so Lehrgänge, Prüfungen, der bla bla berühmte, bla, der ja, berühmte da kommt vieles. Lehrgang. Ja, da kommt ganz viel Kohle zusammen. So, und ja, es ist erschreckend, wie nah das an den Sachen ist, die wir hier über die Sekten sehen. So, ne? So, Ja, ich ganz hoffe, ich gehe nicht klare zu früh. Parallelen. Ja, so, und ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu früh zum nächsten Punkt, aber das ist ein sehr interessanter Punkt. Der Punkt der Kritik. Kritische Einwände oder Fragen sind unerwünscht. Kritik von außen wird als Fehlinformation bezeichnet und abgewertet. Und damit kennen wir uns ja sehr gut aus, weil wir die Kritiker von außen sind. So, ne? So, und alles, was wir so machen oder was ich auch so in meinem Content so an Beweisführungen präsentiere, das wird dann als Fehlinformation abgetan und gesagt, nee, das stimmt einfach nicht. Das Nein, stimmt nein, nicht, nein, was ihr Olli. Nein, gesagt nein, nein, Olli. Du bist den Weg habt. einfach noch nicht gegangen. Du musst den Weg erst Ja. gehen, um das Verständnis dafür zu Das. kriegen. Und du bist halt Ja. noch nicht so weit. Du bist gerade mal auf Ja. dem Niveau eines 12. Schülergrades. So hat man uns mal Ja. eingeordnet. Also, ist natürlich jetzt absolute Ironie, was ich hier gerade sage, falls das einer nicht versteht. Aber das sind oft die Argumente, mit denen dann um sich geschlagen wird. Nein, du bist nicht schlau. Du hast es nur noch nicht gerafft. Das ist dein Problem. Ja. Und ja, und dein Trainer, was der dir bisher alles gezeigt hat, das war alles totaler Quatsch. Also jetzt musst du nochmal von vorne anfangen. Ja, ganz genau, ganz genau. So wirst du dann klein gehalten, wirst dumm gehalten und Kritik wird im Keim erstickt. Und das Schlimme ist ja, also jetzt, das wird alles als Schlechtreden abgetan. Weißt du? Also schlecht reden ist, wenn ich jetzt mit irgendeinem quatsche und sage, ah ja, der Dom, der ist blöd hier, weißt du? So, das ist ja schlechtes Reden. So, bei denen ist aber alles, was nicht gut reden ist, ist schlechtes Reden. Das heißt, Kritik, Argumentation und sowas, Diskussion, ja, diese Diskurse suchen die ja gar nicht, weil da schon der kleinste Kritikpunkt, den du äußerst, macht schon dich zu jemandem, der schlecht über die anderen redet. Weißt du? So, und damit wird den Leuten der Mund zugemacht. Die Gesellschaft, die da verkehrt, die gewöhnt sich daran, sodass da allgemein von allen Kritik, Gegensprechen, Gegenargumentieren, das wird alles als schlechtes Reden abgetan, sodass jeder vom Gefühl her, oh, jetzt, das ist schon schlechtes Reden, ich darf jetzt nichts sagen. Sodass die Leute spuren, dass sie Bescheid wissen, wie das zu laufen hat. So, ne? So, und wie du jetzt eben angedeutet hast, wenn die Kritik von innen kommt, von eigenen Schülern, dann sagen die so, nee, du bist einfach noch nicht gut genug. Dein Glaube ist nicht fest genug. Zu dem Thema Kritik haben wir ja sogar mal einen eigenen Podcast gemacht. Ne? Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also so diese Folge solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Die ist nämlich ziemlich geil geworden. Also, ne, den Podcast über die Kritik. Und da geht es natürlich auch um uns, wie wir Kritik äußern dürfen, sollen, könnten. Und nach deiner Interpretation ist das natürlich aber schon ein starkes Stück, denn viele Leute kritisieren uns ja auch.
Ne? Also ist Ja, ja nicht klar. immer alles Ja, so, dass man sagt, das ist alles so super, was Dom und Olli machen, aber ist ja auch mal eine Art und Weise, wie man die Kritik dann auch herüberbringt und was man dazu sagt. Ne? Also, aber genauso ist Ja. das. Die kritischen Einwände werden sofort als unerwünscht abgetan und werden nicht zugelassen, wenn du nicht sogar noch vorher von dem Sifu gemaßregelt wirst, also körperlich gezüchtigt wirst. Auch das hat es nämlich gegeben, wenn man Kritik äußert, dass du dann plötzlich mal Ja. im Training mal erfährst und spürst, wie es denn so läuft. Ja, ganz genau. Du stellst eine Frage, der knallt dir eine rein. Du bist geschockt und sagst, okay, ich will nicht nochmal fragen, weil ich will nicht nochmal eine reinkriegen hier, ne? So, die Genau. erklären das dann nicht, die argumentieren nicht, sondern die überfahren dich einfach, damit du nicht nochmal fragst. So. Administrative Bestrafung hieß das in einem speziellen Sektenverband. Nicht der Große jetzt, aber ich weiß, da hieß das wirklich administrative Bestrafung. So, ne? Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ja, ist wirklich krass. ihr könnt ja mal wirklich da draußen in die Kommentare reinschreiben bei uns. Dieses Video wird es ja auch bei YouTube geben, welche Erfahrungen ihr so gemacht habt. Also wir sind wirklich sehr, sehr neugierig, also ernst gemeint. Das soll hier dem Austausch dienen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie seht ihr das? Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, ich bin mir darüber bewusst, dass diese Strukturen vorherrschen, dass ich in einer Art Sekte bin, aber ich weiß das, ich kann damit umgehen, ich weiß, das zu bewerten und für mich ist das in Ordnung, weil ich eben ja die Punkte kenne und vorsichtig agiere. Das geht ja auch. Auch diese Leute gibt es ja, die das erkennen, aber trotzdem so machen, weil sie eben für sich das größtmögliche oder bestmögliche daraus ziehen wollen. Aber schreibt es gerne mal unten rein, welche Erfahrungen ihr dazu gemacht habt, welche oder wo ihr euch zurzeit bewegt, wie ihr das seht. Was habt ihr für einen Trainer? Ist der aufgeschlossen? Ist das ein Guru? Ist das einer, der, ja, wie der mit euch umgeht? Administrative Bestrafung, Alter. Das ist unglaublich. Krass, oder? Ja, ohne Scheiß, Mann. Ja, also, ne, also zu dem ganzen Thema, wir können ja jetzt, wir wollen ja auch gar nichts Abschließendes sagen. Das ist so, das ist nicht so. So, die Diskussion, würde ich mal sagen, hat jetzt gerade erst angefangen. Das war jetzt so, ne, der Opener für dieses ganze Thema, ne? Und ja, ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht. So, und ja, ich habe da jetzt geplant, meine eigene Sache jetzt zu diesem Thema Sekten. Ich habe ein Tagebuch von einem sehr naiven 15-, 16-jährigen Sektenmitglied in die Hände gespielt bekommen, schon lange, das habe ich schon lange Jahre. So, und das werde ich jetzt raushauen, so, ne? Weil da steht das schwarz auf weiß drin und das ist echt krass, was da drin steht. Weil der Junge auch sehr naiv an die Sache rangegangen ist und auch ganz naiv das reingeschrieben hat. Ey, da stehen Verabredungen zu Straftaten, stehen da drinne. Administrative Bestrafung ist einer rausgegangen und dann wollten die den abfangen und verprügeln, weil der Sifu das gesagt hat. Und dann steht da tatsächlich drinne, dann und dann treffen, der kommt mit, ich muss noch einen Eskrimastock mit einpacken und so. Das, weil überleg mal, ein kleiner 15-, 16-jähriger Junge, der sitzt da und der Sifu sagt, okay, ihr trefft euch und ihr nehmt am besten noch ein paar Stöcke mit und so. Und der Junge so, ja, und hat alles so aufgeschrieben. So. Weißt du, das Tagebuch ist von 1996. So, also wer an der Echtheit zweifelt, kann gerne bei mir vorbeikommen. Ich gewähre da gerne Einsicht, ist gar kein Problem. So, aber das wird jetzt mit Sicherheit noch ein paar Tonnen schwerer, ne, die Vermutung, dass diese ganze Wing Chun Community Sekten durchtränkt ist so. Ne, das ist schon irgendwo so, weil in Asien dieses Verhalten nicht als Sekte gewertet wird. Da ist es halt normal. Familienaufbau, Hierarchie, aber in allen Be Lebensbereichen, überall ist das so, ne? So, und deswegen ist das da auch gar kein Problem, dass das da so läuft. Da wird das auch nicht so auf die Spitze getrieben mit der Hierarchie, Geld bezahlen und diese ganze Ausbeuterei, weil das ist interessanterweise der Missbrauch des Konfuzianismus in westlicher Welt. Das wurde ja von westlichen Menschen losgekickt. Diese Strukturen. Das haben nicht die Asiaten gesagt, macht das so und zieht die Leute ab, verarscht die Leute und saugt die aus. Das hat man nicht gesagt. Das ist ein Phänomen, was in der westlichen Welt entstanden ist. Und das wäre dann auch genau die Gruppe, die ich als Non-Fighting Culture bezeichne, denn die Asiaten sind keine Non-Fighting Culture, weil das bei denen kulturelle Background ist. Einfach. Ne? Die könnten, wenn sie anders erzogen worden wären, aber die wurden halt nun mal erzogen. So, ne? So, also, ja, Dom, ey, das bleibt mega spannend.
Ich weiß nicht, was sagst du? Sind wir Also, jetzt wieder beliebt in der Szene? ich kann es dir nicht sagen. Also, ich finde, es ist ein super Schlusswort gewesen von dir. Das erstmal vorweg. Und ich muss sagen, wir können nur das tun, nach bestem Wissen und Gewissen, das sagen, was wir denken und was wir fühlen. Und wir wollen den Leuten da draußen helfen, nicht in die gleichen Fallen zu tappen. Wir haben wirklich den Anspruch, das Wing Chun Rad mal wieder nach vorne zu bringen. Und wirklich, Leute, ne, alles, was wir erzählen, soll einfach nur dazu dienen, euch zu helfen und den vernünftigen Weg zu bestreiten. Mit dieser geilen Kampfkunst, die es ja nun mal ist. Es ist so ein geiler Sport. Es macht so viel Spaß. Ich habe da so viel Freude dran. Ich würde gerne überall mich mit 1.000 Leuten treffen, mit euch trainieren und einfach was Ja, machen, ganz weil genau, ich es ganz einfach genau. Ja. feier, dieses geile Ding. Und ich will diesen ganzen dunklen Shit nicht haben. Ich will nicht irgendeinem Guru hörig sein, vor dem ich auf die Knie falle. Ich will nicht deine Dreckskutte tragen, wo ich mir bei 30 Grad draußen Schweiß durchtränkt in der Kackhalle stehe. Das will ich alles nicht. Ich will aber einen super geilen Sport haben. Und das ist das, was ich möchte. Und da ist es mir völlig egal, ob da irgendeiner uns dann für doof findet oder uns kritisiert. Wir sind authentisch. Wir stehen zu dem, was wir sagen. Wir sind authentisch. Und das lassen wir uns beide von niemandem nehmen. Amen. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Es war mir wieder eine Freude. Olli an meiner Seite zu haben, ist immer super spaßig, super spannend. Nutzt die Kommentarfunktion, schreibt rein, was ihr denkt. Ich freue mich immer darüber, ja, wenn wir miteinander alle zusammen diskutieren können und wir werden natürlich wieder zu einem Podcast zusammenfinden, Olli. Es hat wieder richtig Spaß gemacht und euch allen Dankeschön. dort draußen trainiert gut und hart. Fahrt vorsichtig, wenn ihr im Auto sitzt und kommt gut nach Hause zu euren Familien. Alles Gute. Was sagt der Kerl? Schulz, ich sauf jetzt mit euch.